das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Bundesrepublik gibt es mehr Armut und mehr Ungleichheit als allgemein bekannt. Zu diesem Schluss kommt eine Professorengruppe von den Universitäten Frankfurt und Mannheim in einer Studie über die Lebensbedingungen. Ihr Bericht gilt als erste umfassende sozialpolitische Studie nach dem Zweiten Weltkrieg. Auftraggeber war die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Bundesbürger keineswegs, wie häufig öffentlich betont wird, in einer sogenannten offenen Mittelstandsgesellschaft leben. Vielmehr seien die Aufstiegschancen gering. Es gebe eine festgefügte Struktur ungleich verteilter Möglichkeiten. Die Wissenschaftler schreiben wörtlich, Arbeiter bleiben Arbeiter. Die Armut alleinstehender Rentner und junger kinderreicher Familien ist nach der Studie keineswegs überwunden. 1% aller Bürger lebten unter dem Existenzminimum. Erstaunlich wenig verändert, so die Forscher, hat sich die ungleiche Einkommensverteilung. Zwischen Arm und Reich klaffe weiter eine große Lücke. Am meisten benachteiligt in der Gesellschaft sind die ungelernten Arbeiter und die Ausländer. Diese Menschen sind nach dem Forschungsergebnis an ihren Arbeitsplätzen auch am stärksten unfallgefährdet. Die Lebenserwartung in der Bundesrepublik liegt weit niedriger als in vergleichbaren Ländern. Trotz medizinischem Fortschritt sei die Lebenserwartung in den letzten beiden Jahrzehnten nicht gestiegen. Die Zahl der Invaliden nehme nicht ab. Hier, so heißt es, ticke eine gesundheitspolitische Zeitbombe. Mehr Mitverantwortung der Bürger hat der CDU-Politiker Richard von Weizsäcker zu Beginn eines dreitägigen Grundsatzforums seiner Partei in Berlin gefordert. Der Kongress, an dem auch nicht parteigebundene Wissenschaftler teilnehmen, berät über den Entwurf eines Grundsatzprogramms, das im nächsten Jahr vom CDU-Parteitag verabschiedet werden soll. Weizsäcker, der Vorsitzender der Grundsatzkommission ist, sagte zur Aufgabe solcher Diskussionen: Grundsatzstreit klären sich die Maßstäbe, an denen man uns messen kann. Jeder soll wissen, was eine Partei bewahren und was sie verändern will und warum. Aber der Streit muss so geführt werden, dass Zusammenarbeit über die Grenzen demokratischer Parteien hinweg möglich bleibt. Die Bundesrepublik Deutschland erwarb sich ihre politische Handlungsfähigkeit nicht zuletzt deshalb, weil es eine pragmatische Allianz quer durch die Parteien gab. Die Unionsparteien waren es, die diesen Weg vorangegangen sind. Sie werden es auch weiterhin tun. Der CDU-Vorsitzende Kohl forderte in Anspielung auf den Entführungsfall Schleyer, dass in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus notfalls auf das Grundgesetz geändert werden müsse, um den Rechtsstaat zu verteidigen. SPD und FDP warf er vor, unter dem Vorwand einer Liberalisierung die Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft gegen innere Feinde der Demokratie eingeschläfert zu haben. Mit dem Entführungsfall Schleyer befasste sich am Abend der kleine Beraterstab. Einzelheiten wurden wie üblich nicht bekannt. Wie jedoch in Bonn verlautet, ist der Dialog zwischen den Terroristen und den Sicherheitsbehörden seit dem Wochenende unterbrochen. Michel Poniatowski, Sonderbeauftragter des französischen Präsidenten, hat am Nachmittag Bundeskanzler Schmidt die volle Unterstützung der französischen Regierung beim Kampf gegen den Terrorismus zugesagt. Poniatowski war überraschend nach Bonn gekommen. Nach der Unterredung erklärte er, Paris unterstütze das Vorgehen der deutschen Behörden aus dem Gefühl der vollen Solidarität mit der Bundesrepublik. Der Kampf gegen den Terrorismus sei ein gemeinsamer Kampf. Zuvor war Poniatowski bei Innenminister Mayhofer. Nach dem Gespräch hieß es, man habe Fragen der Zusammenarbeit aller Sicherheitsorgane beider Länder erörtert. Bundespräsident Scheel hat heute zum Auftakt seines Staatsbesuchs in der Schweizer Bundeshauptstadt Bern davor gewarnt, aus den jüngsten Terroranschlägen falsche Schlüsse über die Demokratie in der Bundesrepublik zu ziehen. Auch in ihrem Kampf gegen die brutalen Terroristen, so Scheel, bleibe die Bundesrepublik der bisher liberalste deutsche Staat. Großer Bahnhof auf kleinem Flughafen. Pünktlich um 12 Uhr heute Mittag war die Bundeswehrmaschine vor den Toren Berns gelandet, die Bundespräsident Scheel und Außenminister Genscher zu einem zweitägigen Staatsbesuch in die Schweiz brachte. Der schweizerische Bundespräsident Kurt Vogler begrüßte die Gäste. Es ist der vierte offizielle Besuch eines deutschen Staatsoberhauptes seit Wilhelm II. 1912 den Reigen eröffnete. Nur Scheels liberaler Vorgänger Theodor Heuss hatte sich mit einer inoffiziellen Visite begnügt. In diesen regelmäßigen Besuchen deutscher Bundespräsidenten in Bern spiegeln sich die engen nachbarschaftlichen Beziehungen. Bilaterale Probleme gibt es zwischen beiden Staaten kaum.
Der offizielle Gedankenaustausch wurde am Nachmittag mit einem Empfang im Berner Bundeshaus begonnen. Gastgeber waren die 7 Mitglieder des Bundesrates, die in der Schweiz die Regierung genannt wird. Man will heute und morgen über Fragen sprechen, die beide Demokratien gleichermaßen bewegen. Entwicklung und Bedeutung von Bürgerinitiativen, den Streit über den Bau von Atomkraftwerken und über den Terrorismus. Gerade die Schweiz verfolgt mit großer Anteilnahme und mehr Verständnis als manch anderer Nachbarstaat die Ereignisse um die Entführung Schleiers. Im niederländischen Assen wurden heute die Urteile gegen die molukkischen Geiselnehmer gesprochen, die vor 4 Monaten einen Zug und eine Schule überfallen hatten. Luc Leysen berichtet aus Assen. Nur die Sicherheitsmaßnahmen am Assener Gerichtsgebäude erinnerten daran, dass der Prozess politische Hintergründe hat, dass die 8 südmolukkischen Angeklagten mit ihren gewaltsamen Aktionen für die Unabhängigkeit ihrer Heimatinseln nicht nur das Leben von 160 Geiseln gefährdet, sondern auch den niederländischen Staat herausgefordert hatten. Sowohl die Dauer der Verhandlung, das Urteil fiel 2 Wochen nach Prozessbeginn, als auch das Strafmaß sollten es deutlich machen, dies ist ein Prozess wie jeder andere. 6 der Geiselnehmer waren im Juni bei der Befreiungsaktion im gekaperten Zug erschossen worden. 3 Besetzer der Schule von Bovensmilde wurden heute wegen Freiheitsberaubung und Waffenbesitz zu 9 Jahren Haft verurteilt. 1 Jahr weniger als die vom Staatsanwalt geforderte Höchststrafe. 4 weitere Terroristen wurden zu Gefängnisstrafen zwischen 8 und 6 Jahren, ein Komplize zu 1 Jahr Haft verurteilt. In seiner Begründung hatte der Richter zwar die politischen Motive der Täter anerkannt, aber ausdrücklich hinzugefügt, dass die keine Entschuldigung sein können. Auch dieses Urteil, so hatte der Gerichtshof bereits bei Prozessbeginn festgestellt, wird die Probleme der südmolukkischen Minderheit nicht lösen. Die Zwischenfälle der vergangenen Wochen haben es deutlich gezeigt. Die niederländische Regierung hat kein Rezept, mit den zunehmenden Frustrationen der jungen Südmolukker fertig zu werden. Durch eine verbesserte Strukturpolitik will die SPD mehr humanes Wachstum und damit wieder Arbeit für alle schaffen. Nach dem heute veröffentlichten Leitantrag des SPD-Vorstandes zur Wirtschaft für den kommenden Bundesparteitag soll dieses Ziel durch Berufung sogenannter Strukturräte erreicht werden. Sie würden die bisherige konzertierte Aktion der Sozialpartner sowie Finanzplanungs- und Konjunkturrat ersetzen. Die Autoren des Antrags, die SPD-Vorstandsmitglieder Arthur Ehrenberg und Roth, betonten dazu, das Konzept stehe nicht im Gegensatz zu denen der sozialliberalen Koalition und der Bundesregierung. Die CDU-CSU und der Bundesvorstand der deutschen Industrie kritisierten die neuen SPD-Vorstellungen als unvereinbar mit der Marktwirtschaft und als Vorstufe zur Planwirtschaft. Auf dem Kongress der IG Metall in Düsseldorf haben sich die Delegierten mit knapper Mehrheit gegen den Willen des Vorstandes für eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden ausgesprochen. Diese Zielvorstellung soll nun in einen Katalog für tarifpolitische Forderungen der nächsten Jahre aufgenommen werden. Der IG Metall-Vorsitzende Loderer hatte zuvor erklärt, der Abbau der Arbeitslosigkeit müsse gegen den Widerstand der Unternehmer erreicht werden. Loderer warf den Arbeitgebern vor, Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit zur Disziplinierung der Beschäftigten und zum Druck auf die Regierung zu missbrauchen. Der Bundesvorstand der deutschen Industrie, BDI, hat heute den am Dienstag von den EG-Außenministern beschlossenen Verhaltenskodex für europäische Firmen in Südafrika als überflüssig bezeichnet. Darin war zur vollen Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß aufgefordert worden. Einerseits, so der BDI, seien die deutschen Firmen seit Jahren bemüht, jede Rassendiskriminierung abzubauen. Andererseits müssten aber die Gesetze des Gastlandes Vorrang haben. Zu dieser Äußerung erklärte der SPD-Abgeordnete Haie, dem BDI sei Profit offenbar wichtiger als die Unterstützung der Bundesregierung. Der Rücktritt des Haushaltsdirektors von Präsident Carter, Burt Lenz, ist von führenden Politikern in Washington mit Erleichterung aufgenommen worden. Der ehemalige Bankdirektor Lenz war wegen umstrittener Geldgeschäfte schon seit Monaten in der Öffentlichkeit kritisiert worden. Gestern Abend reichte er seinen Rücktritt ein. Die überall wartenden Reporter spürten schon früh Zeichen wachsender Dramatik. Burt Lenz weilte 2 Stunden am Vormittag im Weißen Haus. Und als er herauskam, blieb er überraschend wortkarg. Warum entspannen Sie sich nicht mal? Was regt Sie denn an dieser Sache so auf? Doch am Nachmittag kam Lenz ein zweites Mal, diesmal mit seiner Frau Labelle aus dem Weißen Haus. Dass Präsident Carters bisher größte innenpolitische Krise bevorstand, wurde zur Gewissheit, als dann noch Carters Pressekonferenz um 2 Stunden verschoben wurde.
Nie sah Amerikas Präsident bisher ernster, angegriffener aus als gestern Nacht, da er Lenz Rücktrittsschreiben verlas. Das Ausmaß der immer neu entflammenden Kontroverse um meine Person hat mich veranlasst, um meine Entlassung nachzusuchen. Ich möchte in meinen Heimatstaat Georgia zurückkehren. Der Präsident akzeptierte dann Lenz Rücktritt mit größtem Bedauern und tiefer Sorge. Bert ist ein guter Mann, sagte er. Wie sehr Jimmy Carter selbst von dem Fall seines Ministers getroffen war, wurde nie deutlicher als bei der Erwähnung ihrer langen Freundschaft. Bert Lenz ist mein Freund. Ich kenne ihn persönlich so gut, als wäre er mein eigener Bruder. Die Lücke, die der Abgang von Bert Lenz in die Regierungsmannschaft reißt, ist größer, als es auf den ersten Blick scheint. Der innenpolitisch wichtigste Mann im Kabinett wird nach des Präsidenten eigenen Worten kaum durch einen gleichwertigen ersetzt werden können. Doch die Affäre Lenz hat mehr Schaden hinterlassen. Angeschlagen ist auch die Georgia-Mafia von Präsidentenberatern im Weißen Haus und getrübt ist das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Senatoren, die Ministerernennungen wie die von Bert Lenz zu bestätigen hatten. Sie alle, so heißt es heute in Washington, hätten es früher und hätten es besser wissen müssen. Amerika, so sprach der Präsident, wird weiter regiert werden. Wenn auch nun von einem Mann, der etliche Schrammen davon getragen hat. Die diesjährige Manöversaison der NATO geht ihrem Ende entgegen. Wie es in Süddeutschland aussah, wo vor allem die amerikanischen Einheiten im Rahmen von Reporter 77 üben, schildert Peter Lutzig. Überraschend ging das Manöver Reporter 77 zwei Tage früher als angesetzt zu Ende. Nachdem die blauen Truppen die Angreifer planmäßig aus Baden-Württemberg über die Iller nach Bayern zurückgedrängt hatten, befahl der amerikanische Manöverkommandant Halt. Vielleicht war auch eine gewisse Konfusion bei den Schiedsrichtern am jähen Ende schuld, denn ein neues ausgeklügeltes Wertungssystem erlaubte zwar ein wirklichkeitsnahes Üben, verursachte aber auch pausenlose Diskussionen im Manöverfeld. Erst die militärische Bilanz. Ein potenzieller Angreifer müsste mindestens im Verhältnis 3:1 überlegen sein, um Erfolge zu erzielen. Die internationale Zusammenarbeit bei Ausbildung, Gerät und Nachschub der 6 beteiligten NATO-Länder zeigt gute Erfolge. Insbesondere die 12.000 aus den Vereinigten Staaten eingeflogenen Soldaten fanden sich hervorragend im Gelände zurecht. Außerdem waren Panzer und andere Fahrzeuge, die in Depots in Deutschland lagern, besser instand gehalten als noch in den Jahren zuvor. Reporter 77 war nur eines der 32 Manöver, die die NATO-Länder vom Nordkap bis an die türkische Grenze in diesem Herbst durchführten. Überschattet war das Manöver durch schwere Unfälle. Mindestens 12 Menschen fanden den Tod, davon allein 8 Zivilisten. Regen und Nebel waren die Ursache für 186 Verkehrsunfälle mit 94 zum Teil schwer verletzten Personen. Die Manöverschäden im Gelände und auf den Straßen werden von Beobachtern auf rund 20 Millionen Mark geschätzt. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen passieren weit weniger Unfälle mit Verletzten und Toten. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebene Studie aufgrund der jahrelangen Versuche mit Höchst- oder Richtgeschwindigkeiten. Trotzdem empfiehlt die Studie nicht uneingeschränkt die Festsetzung einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern in der Stunde. Dagegen sprechen zum Beispiel wirtschaftliche Gründe. Unabhängig davon schlagen die Experten eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern bei nasser Fahrbahn vor. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. September. Die vom Nordmeer über die britischen Inseln bis zu den Pyrenäen reichende Hochdruckzone verlagert sich langsam ostwärts und bestimmt zunehmend das Wetter in Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Morgens und vormittags örtlich Nebel oder Hochnebel. Sonst stark bewölkt, aber nur anfangs örtlich noch Regen. Ab Mittag Bewölkungsauflockerungen, gebietsweise heiter. Im Süden Tiefstemperaturen 2 bis 6 und Tageshöchsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Im Norden Tiefstwerte 7 bis 10 und Höchstwerte, je nach Sonnenscheindauer, 15 bis 20 Grad. Schwachwindig. Halt! Schön, oder? Was ist?